Hallöchen, meine Freunde. Mein Name ist Tomageddon und willkommen zu dem kleinen ersten Teil des Weihnachtsspecials. Ja, in der heutigen Folge werden wir ein bisschen Mario Kart spielen und dabei ein bisschen über Weihnachten sprechen. Natürlich kann man jetzt sagen, ah, ist ja voll lame, Thomas. Allerdings kommt heute Abend noch ein kleineres, eigentlich ein größeres Weihnachtsspecial. Das werdet ihr dann aber um 17.30 Uhr sehen. Ist so gesehen eigentlich nichts, was mit Weihnachten zu tun hat. Allerdings ist es ein Horrorspiel, kann ich mal so sagen. Was so an sich relativ gut ist und ja, was momentan so gesehen einen kleinen Hype hat, kann ich auch ein bisschen verstehen. Das Game ist wirklich mega lustig. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Also was ich auch als Vorschlag bekommen habe, was ich als Weihnachtsspecial machen könnte, ist vom Topse, ja, dass ich einfach mal eine kleine Roomtour mache, wie mein Zimmer denn jetzt so an Weihnachten geschmückt ist. Aber ich habe mir so gedacht, da wir schon als 100-Abo-Special damals eine Roomtour hatten, ist es nicht so sonderlich, ja gut, wenn wir jetzt noch eine Roomtour machen würden. Also mein Zimmer hat sich so gesehen nicht groß verändert, es ist zwar ein bisschen Weihnachtsschmuck dran. Ist auch, glaube ich, relativ klar, dass das dann weihnachtlich geschmückt ist, aber ja, so groß hat sich nicht verändert. Ich habe geplant, nächstes Jahr eventuell noch eine Roomtour zu machen. Da ich jetzt in den nächsten Monaten immer mehr neue Möbel bekomme, wie zum Beispiel bald eine Couch, worauf ich mich riesig freue, obwohl es eigentlich nur eine Couch ist. Aber eine eigene Couch hat doch Style. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit Weihnachten an. Und erstmal frohe Weihnachten an euch. Auch wenn so gesehen heute an Heiligabend noch gar kein Weihnachten ist, denn das ist bei mir auch ganz vielen aufgefallen, dass die meisten dann morgens schon an Heiligabend schreiben, yo Leute, frohe Weihnachten, Hashtag Weihnachten, Hashtag Lull, Hashtag Lell. Und dabei ist noch gar nicht Weihnachten. Heiligabend ist noch nicht Weihnachten. Eigentlich ist ja der 25. erst Weihnachten. Allerdings verbinden ganz viele Heiligabend mit Weihnachten, da man dort halt die Geschenke aufmacht. Allerdings ist es nicht bei allen Familien so. Also ich habe schon bei manchen gehört, dass manche sogar am 25. erst am Morgen die Geschenke aufmachen, weil dort erst Weihnachten ist. Und nicht an Heiligabend. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, um 17 Uhr pünktlich immer, ich stelle mir auch den Wecker, damit ich es nicht verpasse, ist Geschenke-Auspack-Runde so gesehen. Wir fahren zu unseren Verwandten und dann haben wir zum Beispiel so ein Würfelspiel. Und wenn man eine 6 würfelt oder eine 4 oder eine 3 oder eine 2 oder eine 1, dann kann man halt die Geschenke aufmachen. So machen wir es auf jeden Fall immer. Mit meinem Glück beim Würfeln, was ich immer habe, kann ich so gesehen immer zuletzt die Geschenke auspacken. Und das finde ich immer voll traurig. Aber egal, ich werde mal schauen, was für ein Glück ich heute beim Geschenke-Auspacken ungefähr habe. Joa. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Wann ihr die Geschenke öffnet, eventuell gibt es ja einige unter euch, die sogar am 25. die Geschenke öffnen. Ist ja von Familie zu Familie unterschiedlich. Und nachdem wir die Geschenke geöffnet haben, geht's halt ans Essen, worauf ich mich megamäßig freue. Denn Weihnachtsessen ist immer so, ja, so mega pornös. Und das ist immer was Besonderes. Ist ja auch Weihnachten, deswegen ist es ja auch was Besonderes. Und ja, dann lässt man einfach den Abend ein bisschen ausklingen, denn Weihnachten ist so gesehen, ja, für die meisten das Fest der Geschenke. Aber ich glaube, das kommt so mit dem Alter. Also als ich damals kleiner war, dann war Weihnachten immer für mich so, boah, geil, da gibt's Geschenke, geil. Ach ja, das waren noch Zeiten. Aber je älter man wird, desto, ja, gechillter wird das Ganze eigentlich, muss ich mal so sagen. Denn, ja, wenn man älter ist, dann lernt man so langsam die Ethik von Weihnachten kennen und dann lernt man so kennen, ja, Weihnachten ist das Fest der Familie. Also bei uns ist zum Beispiel so, ich sehe meine Familie, also die gesamte jetzt, im Jahr relativ selten. Da alle ja relativ viel beschäftigt sind und im Alltag ist es dann immer schwer, sich dann so zu unterhalten oder so. Vor allem, die Hälfte meiner Familie wohnt circa 50 Kilometer von hier entfernt, das ist dann auch noch so ein Ding. Ja, wodurch man sich nicht immer sehen kann und ja, Weihnachten ist dann so das Fest, was alle zusammenbringt, das Fest, wo man so reden kann. Hört sich an wie in einem Klischeefilm, ist aber so. Und das ist so gesehen die Ethik von Weihnachten. Ja, also, das war jetzt eigentlich so die Worte, die ich mal so gesagt haben wollte. Ich habe mir noch einige Notizen gemacht, also die Folge ist noch bei weitem nicht zu Ende. Was ich mir zum Beispiel zu Weihnachten gewünscht habe, ist das rote Procaster.
Das ist ein Mikrofon im Übrigen, für die, die nicht wissen, was das Rode Procaster ist. Und das ist ein mega gutes Mikrofon. Im Übrigen hat Gronkh das Mikrofon auch. Also man kann schon davon ausgehen, dass die Mikrofonqualität relativ gut ist von dem Mikrofon. Und ich freue mich riesig, das Ding nachher auspacken zu können und es, wenn ich zu Hause bin, es testen zu dürfen. Boah, das wird so mega geil. Was ich dann noch bekomme, ist ein Steam-Gutschein dafür, dass ich mir auf Steam einige Spiele hole, hauptsächlich Horrorspiele fürs nächste Jahr. Denn ich habe einiges geplant an Projekten und sonst eigentlich nur Krimskrams, wie zum Beispiel Schokolade, Klamotten oder was weiß ich. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Was mich auch interessieren würde, was bekommt ihr zu Weihnachten? Es hört sich jetzt so nicht an, dass ich mich dafür interessieren würde. Aber es würde mich doch interessieren, denn es gibt da ganz unterschiedliche Arten von Menschen. Denn manche wünschen sich halt zum Beispiel Bücher zu Weihnachten oder nur Geld. Ja, oder Konsolenspiele oder was weiß ich. Ich auf jeden Fall bin so ein Typ, ich wünsche mir eigentlich kein Geld zu Weihnachten. Also ich bin froh, wenn ich etwas Materielles habe, denn das Materielle ist an Weihnachten immer das Schöne. Wenn man so abends ins Bett geht und so weiß, boah geil, ich habe das und das bekommen, das kann ich morgen damit anstellen und so. Wenn ich ein Geld bekommen habe, das kann man ja so gesehen erst nach Weihnachten ausgeben und so viel bringt es einem im Endeffekt nicht. Ja, das ist dann nicht so toll, würde ich mal so behaupten. Ja. Was ich dann auch noch ansprechen wollte, da jetzt die Weihnachtszeit war, gab es natürlich auch einige Werbespots im Fernsehen. Ich glaube, die unter euch Fernsehen gucken, sind zwar nicht, glaube ich, so viele, denn die meisten haben mir so geschrieben, ja, ich schaue nur noch YouTube, da im Fernsehen nur noch Müll läuft. Ja, es gab einige Werbespots und dieses Jahr gab es einen besonderen Werbespot und zwar von Edeka, Hashtag Heimkomm. Eventuell habt ihr den Werbespot im Fernsehen gesehen oder auf YouTube. Ich habe es mir persönlich auf YouTube angeschaut, da ich auch nicht so der Fernsehtyp bin und relativ selten mal in die Glotze hineinschaue. Da momentan aber wirklich nur Mist läuft, davon bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von Mist und Assi-Sendungen, ja. Und man muss sagen, in dem Werbespot geht es halt um eine Familie, die niemals zu ihrem Opa gekommen ist. Das ist ja auch so meistens in Weihnachten, dass die älteren Leute meist in Vergessenheit geraten. Und das ist halt ein älterer Herr, sagen wir so, der halt zu Weihnachten meistens alleine ist, alleine auch isst mit Doppel-S. Und seine Familie halt immer zu beschäftigt ist, um ihn an Weihnachten zu Besuch zu kommen. Und dann hat er später seinen Tod vorgetäuscht, damit halt die ganze Familie sich zusammentut und dass sie alle gemeinsam halt Weihnachten feiern. Und ich muss sagen, dass der Werbespot mir wirklich supermäßig gefallen hat. Ich muss sagen, ich hatte sogar ein bisschen Gänsehaut. Denn ja, der Werbespot ging wirklich unter die Haut. Das war auch ein Werbespot, der innerhalb in den ersten Tagen schon über 10 Millionen Aufrufe hat. Das ist für deutsche Verhältnisse extrem viel. Natürlich lachen die Amerikaner über solche Zahlen, denn die Amerikaner haben ja ein größeres Publikum, denn Englisch ist ist die Hauptsprache und ja, aber 10 Millionen Aufrufe, das muss man sich mal geben für einen Werbespot, das ist auf jeden Fall heftig gewesen. Falls ihr es euch nicht angeguckt habt, gebt mal auf YouTube Hashtag Heimkomm ein, dann müsste der Werbespot direkt kommen. Wenn wir an Weihnachten sind, kann ich euch eine lustige Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Damals, als ich 3, 4 Jahre alt war, natürlich ist man als kleineres Kind immer aufgeregt auf Weihnachten, da man weiß, da sind Geschenke, die muss ich unbedingt öffnen und mal schauen, was da drin ist. Ich kann mich noch damals erinnern, meine Eltern waren immer sehr schlecht im Verstecken von Weihnachtsgeschenken, immer noch, deswegen weiß ich so teilweise, was ich zu Weihnachten bekomme. Und damals habe ich schon meine Weihnachtsgeschenke vor Weihnachten gesehen, uneingepackt, denn ich weiß nicht, wie ich auf die gestoßen bin. Ich kann mich nur ganz genau daran erinnern, die waren im Schrank. Vielleicht war ich am Spielen oder so, auf jeden Fall waren das, glaube ich, irgendwie Peter Pan Spielzeuge oder sowas. Irgend sowas in der Art. Voll cute. Und ja, dann, als meine Eltern mal unachtsam waren, habe ich mich ins Wohnzimmer geschlichen und schon vor Heiligabend, schon am Morgen, oder war das sogar schon der 23., als die Geschenke da lagen? Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Einfach mal die Geschenke so geöffnet. Ja, ich war halt so ungeduldig und wollte unbedingt schon vorher die Spielsachen haben. Davon haben mir auch meine Eltern berichtet. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich nur noch dran erinnern, wie ich die Geschenke gefunden habe, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, das erinnert mich auch an eine Story. Ein Klassenkamerad hat mir das erzählt. Der hat zwar
Ah Gott, ein Bruder von mir, von ihm guckt das Video, deswegen darf ich nicht zu krasse Andeutungen machen. Ja, er hat halt Brüder und die haben dann auch halt ihm vor Weihnachten schon das Geschenk weggesnaggelt. Ich glaube 10 Tage davor ungefähr schon. Und ja, das ist halt, keine Ahnung. Ja, das ist ein bisschen blöde, finde ich ehrlich gesagt. Ich finde, das Schöne ist halt, wenn man bis Weihnachten aushält und dann dort die Geschenke öffnet. Das ist echt cool. So, was man auch zu Weihnachten sagen kann, Weihnachten ist wirklich immer sehr stressig. Vor allem, ja, das ist bei meiner Mutter zum Beispiel so. Dass halt vor Weihnachten, naja, nicht nur bei meiner Mutter, das ist bei vielen so, dass halt viel gekocht wird an Weihnachten. Ich glaube, das ist zumindest bei den meisten so, dass halt so sehr viel Stress dorthin kommt. Zum Beispiel, wenn man in der Vorweihnachtszeit noch ein paar Geschenke sucht. Oder was auch sehr stressig ist, zumindest ist das bei meiner Familie immer so. Die sind halt dann davor relativ viel am Kochen, denn zu Weihnachten gibt es bei uns immer Ente oder Gans, keine Ahnung was es ist, es ist auf jeden Fall Fleisch. Fleisch, lecker. Und dann stehen sie halt fast den ganzen Tag, beziehungsweise ganzen Nachmittag und Abend in der Küche und sind die auf jeden Fall immer sehr gestresst. Und ich finde, es ist eigentlich sehr wichtig in der Vorweihnachtszeit, vor allem wenn man Geschenke sucht, Geschenke einpackt, das und das machen muss, dass man immer so die Ruhe bewahrt, so denkt, bald ist Weihnachten, deswegen sollte ich, ja, mich ein bisschen beruhigen, denn bald beginnt die schöne Zeit, beziehungsweise Weihnachten, das Fest der Liebe, das Fest der Familie, etc. Und ja, dann sollte man Stress möglichst vermeiden. Und warum geht ihr hin? Voll gemein. Boom. So, was ich hier noch auf dem Zettel meiner Notizen habe, ist, ja, wieso gibt es überhaupt Weihnachten? Weihnachten haben wir ja der Religion zu verdanken. Natürlich wissen jetzt die meisten, warum es Weihnachten gibt, aber ich will es trotzdem nochmal erklärt haben. Denn Weihnachten gibt es ja, wie gesagt, dank der Religion. Es gibt zwar nicht, es gibt eigentlich so gesehen in jeder Religion Weihnachten, oder? Zumindest bei den Christen, evangelisch, katholisch, gibt es Weihnachten am 24. Und ich glaube, die meisten Osteuropäer, ich glaube, das nennt sich orthodox oder sowas, bin ich mir gerade nicht sicher. Die haben zum Beispiel Weihnachten immer Anfang bis Mitte Januar und dann haben, glaube ich, die Kurden, Türken, Moslem so in der Art, glaube ich, das Zuckerfest. Glaube ich zumindest, weiß ich nicht. Ich will jetzt auch keine Scheiße labern. Entschuldigung, wenn es falsch sein sollte. Aber ich glaube, so ist es eigentlich. Ja. Also ich muss auch sagen, wir haben heute den 23. Ich nehme den Spaß gerade am 23. abends auf um 9 Uhr und ich muss sagen, dass ich überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung bin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Allerdings war ich im September und Oktober schon mehr in Weihnachtsstimmung, da die ganzen Weihnachtssüßigkeiten etc. halt da waren in den Läden. Und ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Es liegt wahrscheinlich an der globalen Erwärmung. Es ist draußen viel zu warm und es soll morgen an Heiligabend einfach mal 15 Grad werden. So, damit hätte ich eigentlich so gesehen alle Themen angesprochen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, Thomas, das war gar kein großes Special. Allerdings muss man auch sagen, da wir ein Horror- und Nintendo-Kanal sind, passt halt nicht so viel dazu. Ich wurde auch letztens gefragt, als ich so gesagt habe, ja, es soll ein Weihnachtsspecial kommen, wie genau ich das machen soll, da wir ein Horror- und Nintendo-Kanal sind. Aber dennoch wollte ich halt nichts, ich wollte etwas an Heiligabend machen. Hätte ich jetzt nichts gemacht, so das normale Programm geboten, das wäre, glaube ich, auch nicht so toll gewesen. Und deswegen habe ich mir einfach so gedacht, ja, komm, überlegen wir uns mal was man so passend zu dem Kanalthema machen könnte. Jetzt halt Nintendo ein bisschen über Weihnachten gesprochen in Mario Kart, da Mario Kart das perfekte Spiel dazu ist, über ein bestimmtes Thema zu reden. Und heute Abend um 17.30 Uhr kommt dann die Portion Horror für die Horror-Zuschauer oder für die neutralen Zuschauer, die sich alles anschauen. Gibt's natürlich auch und ja, dann haben wir so eine perfekte Mischung gefunden und heute Abend kommt dann wie gesagt ein geniales Horror-Game. Wo ich sagen musste, dass ich mich echt oft erschreckt habe, da richtig gute Jumpscares drin vorkamen. Ja gut, darüber lässt sich jetzt nicht streiten, aber gruselige, das kann man schon sagen. Und ja, das war das erste Weihnachtsspecial heute. Ich hoffe, euch hat das einigermaßen gefallen. Also wenn jetzt jemand sagen sollte, ja Thomas, ich fand das nicht so, kann ich mit leben, kann ich mit leben.
Aber ich kann mir selber so sagen in der Seele, ja, ich habe ein Weihnachtsspecial gemacht, ich kann mit mir zufrieden sein. Damit ich so ein Befriedigungsgefühl habe, dass ich so etwas geschafft habe heute Abend und dann ist alles okay. Wir nutzen hier mal die Abkürzung mit Link. Und ja, wie gesagt, was ich von euch in den Kommentaren wissen will, wann packt ihr eure Geschenke aus? Am 24., 25. und wenn ja, am 24., wann genau? Und was bekommt ihr zu Weihnachten oder was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Das würde mich auch interessieren. Und warum hat die erste Platzbombe mich getroffen? Okay, das habe ich ganz blöd angestellt. So, das war das heutige erste Weihnachtsspecial. Wir fahren das Rennen hier noch ganz pornös zu Ende. Am besten wären wir noch Erster, was ich eher bezweifle. Aber der Wille lebt. Oder Dritter mindestens auch. Das wäre toll. Ah, Gott, warum habe ich meine Bananen weggeschmissen? Hopp. Ein Item bekommen. Und jetzt am besten noch einen Stern oder sowas oder eine Abkürzung. Ja, ja, okay. Perfekt, 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 perfekt. Und ja, wir wurden noch Dritter. Wie gesagt, was wünscht ihr euch zu Weihnachten? Würde ich gerne in den Kommentaren lesen. Und ich sehe dich im zweiten Weihnachtsspecial. Bye, bye.